Am Andreas-Hofer-Tag marschieren in Meran traditionell die Schützen auf, sofern es die Corona-Regeln erlauben. Die Fahne wehte heuer wieder. Einmal musste die Ehrung von Andreas Hofer ausfallen, wegen Corona. 2020 konnte man am Sandhof noch des Tiroler Kämpfers gedenken. Sein Todestag ist der 20. Februar. Corona kam vor 2 Jahren, wenige Tage später. Nach unfreiwilligen Zwangspausen wollen wir heuer wieder an unserer traditionellen Andreas Hofer Landesgedenkfeier anknüpfen und gemeinsam einen vorsichtigen Schritt in die Normalität wagen. Der Aufmarsch aber fiel auch heuer flach. Aber die Schützen aus allen Teilen Tirols waren auch ohne Marsch gekommen, um mit heiliger Messe und Salut Andreas Hofer die Ehre zu geben. Ehrenlandeskommandant Elmar Thaler setzte in seiner Gedenkansprache heuer die Akzente und die richteten sich ohne viel Umschweife an die Südtiroler Politik. Die sei am Gängelbann von Rom, so die Botschaft. Es vergeht kein Tag, in dem unsere Politiker nicht im Radio verkünden, man werde sich mit Rom abstimmen. Oder anders gesagt fragen, ob man darf, sei es beim Wolf, beim Bär, beim Strom, bei der Autobahn, beim Vereinsregister, beim Lockdown. Wir fragen offenbar viel lieber nach, als dass wir selbstbewusst unsere Rechte ausüben. Die Kranzniederlegung zu Füßen Hofers konnte heuer also wieder stattfinden.